So, willkommen zurück bei Papers, Please. Beim letzten Mal haben wir ja quasi, sind wir zum Mitglied des Ordens geworden, haben zur Revolution verholfen. Und ja, ich frage mich immer noch, war das denn so eine gute Idee? Ist das denn so viel besser? Das ist die Debatte, die sich auch mal gelesen habe, so im Nachhinein, als ich das Ende das hatte und mir selber auch gefragt hatte. Habe ich ja auch erwähnt am Ende noch, ist es denn so viel besser gewesen? Wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Wissen wir, ob die wirklich so viel besser sind? Sind Etzig wirklich rechtschaffende Revolutionisten oder sind das einfach nur Terroristen, die selber einen neuen korrupten Staat an den Start bringen, und um einfach nur den alten quasi abzulösen? Das wissen wir alles nicht. Das können wir alles nicht sagen. Deswegen würde mich mal gerne interessieren, wie seht ihr das? Denkt ihr, dass das ein neuer, besserer, freier Staat wird, wie sie es geloben zu tun? Oder ist das einfach nur wieder so Schikane und das ist genau das gleiche, wie zuvor? Ich muss sagen, ich bezweifle irgendwie, dass es so viel besser wird. Ist vielleicht liege ich auch falsch, aber für uns wird es auf jeden Fall besser. Ich meine, wir werden zum neuen Agenten, wir haben bessere Wohnungen und alles. Also für uns wäre die Situation besser. Aber auch für den Staat, das glaube ich fast nicht. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht ist Etzig, die großen Revolutionisten machen einen schönen, demokratischen, großartigen Staat draus. Wer weiß, kann man nicht wissen. Ich würde mich einfach mal in eure Theorien interessieren. Was glaubt ihr, wird aus dem? Wird es genau das gleiche sein, nur unter anderer Führung? Oder besser? Wissen wir nicht. Und genau so eine Sache, die ich mir gedacht habe, so die letzte Sache mit diesem Kindermörder. Ist es denn wieder so viel besser, Tod mit Tod zu vergleichen? Ich meine, wir haben auch schon Leute angeschossen, aber wir schießen ja Leute im Spiel, außer diesen einen da, von den Agenten da. Für Etzig haben wir alle bis jetzt nur mit Tranquilizer, also halt mit Betäubungswaffen angeschossen. Also wir haben rein technisch keinen umgebracht. Aber bis halt auf diesen einen Etzig-Agenten, wo wir den Hired Rifle hatten, dieses andere Ende für Etzig. Aber zumindest hier, er hat ja wirklich aktiv dann gemordet. Er hat den Tod seiner Tochter mit Gegentod gerecht. Und die Frage ist halt, ist Tod so viel besser als Tod? Ist auch wieder so eine Debatte. Ich weiß nicht, ich sehe jemanden umzubringen, nur weil er einen umgebracht hat, immer so ein bisschen als verwerflich an. Aber ja. Klar, ich hätte ihn jetzt auch hinter Gitter bringen können, weil versuchter Verbrecher wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wisst ihr alles nicht. Sag ja, das sind so Sachen, die zur Debatte stehen. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Enden hinter uns. Wir haben noch Glory to Arztoska. Also wir haben noch ein Ende, das ich jetzt mal angehen möchte. Einfach mal genau das Gegenteil zu dem, was wir jetzt gemacht haben. Das ist einfach alles von Etzig quasi komplett auslassen. Das heißt, komplett nichts machen, was Etzig einem sagt. Sämtliche Aufgaben von ihm komplett ignorieren und einfach nochmal durchspielen. Das ist halt noch die andere Seite, die wir hätten. Und dann geht es los ab Tag 11. Wir müssen also bis hierhin zurück, rein technisch. Na, davor hatten wir bis jetzt noch nichts, ne? Müsste eigentlich. Na, probieren wir es mal hier ab Tag 11. Ich könnte mal kurz gucken, ob das denn soweit auch stimmt. Und das wären halt diese ganzen Aufgaben gewesen mit, ja, in Form von, ja, lass den und den rein, nach Arztotzka und vergifte diesen einen und so. Diese ganzen Aufgaben soll man komplett ignorieren und einfach arbeiten. Ja, das brauchen wir nicht lesen, das hatten wir schon mal. Nicht von Bedeutung, Geheimdienst. Der MFG mit freundlichen Grüßen. Sind unter Umständen Siegel und Stempel ab. Ach ja, stimmt, jetzt müssen wir genau kontrollieren wegen Fälschungen. Ja, ich erinnere mich. MFG. Ja, das sind diese ganzen Etzig-Sachen, braucht keine Sau. Soll man ja komplett ignorieren. Und einfach unser normalen Arbeitsgeschäft angehen. Und jetzt müssen wir nochmal gerade mal gucken, wegen Dokumenten, Einreisegenehmigung, diese Dinge hier. Die brauchen wir nämlich jetzt. Gut, dann hängen wir mal kurz ins hier das Schild an die Wand. Kann man das eigentlich an die Wand hängen? Nö. Kann man das an die Wand hängen? Nö.
Okay, das sind ja eh nur so Abgaben. Aber gut, fangen wir an. Guck mal, was rauskommt. Papiere bitte. Was haben wir denn hier? So, Zweck ihrer Reise, Freunde besuchen. Aufenthalt 3 Monate. Ja, das passt ja Nora. Können wir einfach mal so machen. Die Nummer passt. Besuch 3 Monate. Das ist nicht abgelaufen. Weiblich, Kolorist der Stadt. Ja, das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Ja, kann durch. Wir haben immer noch eine andere Aufgabe. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür halt komplett einen neuen Stand anfangen müssten. Oh, genau darauf jetzt nicht geachtet. Scheiße. Heute ist es ja nicht so weit. Ich habe ein hübsches Papierchen zusammen. War nicht leicht. MFG. Da war ich jetzt gerade so im so abgelenkt, dass ich es natürlich jetzt wieder nicht vergessen habe. Der gute Georgie. Stimmt soweit, Skal, ja. Stimmt, das müsste der Tag sein, wo er rein darf. Gratulation. Alles klar, du bist der Beste. Als Dotzka ist das Beste hier, kannst du haben. Wie wenig man hier noch machen muss, ey, das ist irgendwie schon geil. Papiere. Zweck ihrer Reise, Freunde besuchen. Aufenthalt 2 Monate. Ja, passt. Gucken wir kurz mal hier hin. Guck mal kurz über wegen dem. Ja, das ist auf jeden Fall das gleiche. Ja. Gut, dann kann der hier auch durch. Nicht abgelaufen. Nicht abgelaufen. Ja, kann durch. Oh. Ach ja, stimmt. Guten Morgen. Du hast 2 Personen verhaftet. Der Bonus ist gut, die Zahlen anständig. Aber viel ist das nicht. Wenn du noch mehr Leute einbuchtest, geht's uns besser. Ja, ich bin dabei. Jedenfalls, wir haben ja auch noch eine Aufgabe, das kann ich auch schon mal sagen, in ein besseres Apartment zu ziehen, ins höchste, um genau zu sein. Dazu müssten wir noch Geld ansparen. Durchs Land reisen. Aufenthalt, 14 Tage, ja, das passt. Gucken wir mal kurz hier wegen... Ich weiß, das könnte ich jetzt auch manuell kontrollieren, aber allerdings... Es ist jetzt immer zu einfach zu gucken. Gucken wir kurz mal hier. Das müsste eigentlich auch stimmen, oder? Ja. Gut. Transit. Ja, ist das nicht abgelaufen? Nee. Das ist auch nicht abgelaufen. Darf durch. Weiter. Wir müssen halt auch ein bisschen schneller abfertigen eigentlich, weil ja. Wir müssen, damit wir halt mehr Geld kriegen. Zu meiner Frau ziehen. Einreisegenehmigung. Ihre Einreisegenehmigung fehlt. Brauche ich sowas? Ja, brauchen Sie. Ach ja, stimmt, genau. Das war der Ordensdude. Das weiß der Orden. Das ist der Zweck der Reise, ziehe hierher. War ja eh gut, dass wir den dann quasi ignoriert haben. Ihr Bild, das ist anders. Ich habe mich nicht gerade gut gehalten. Ja, das können Sie mir beweisen. Indem Sie hier das machen. Da. Ich kann Ihre Fingerabdrücke nicht verifizieren. Nun reden Sie. Ja, ich rede davon. Was ist denn jetzt los? Ja. Raus hier. Nächster, wenn es denn geht. Zweck ihrer Reise durchs Land reisen. Das ist auf jeden Fall der gleiche. Ja. Der Name ist auch der gleiche. Kurz mal hier nochmal drüber gucken. Oh. Landreise 2 Tage. Ja, das hat soweit gepasst. Das Bild scheint gleich zu sein. Das ist nicht abgelaufen. Das ist eigentlich auch gut. Ja, der darf durch. Männlich ist er auf jeden Fall. Darf durch. Und nächster. Ah, stimmt, der Ordensdude. Papiere bitte. Der erste Agent wurde abgewiesen. Der zweite kommt in 3 Tagen. Machen Sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Doch, tue ich.
Ich habe euch schon mal im alternativen Universum geholfen. Man muss ja mal gucken, was passiert, wenn wir das nicht tun. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Nur ein Besuch. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe einige Wochen. Kurz nur mal schauen. Das Bild ist dasselbe. Ja, auf jeden Fall. Das passt. Eigentlich bräuchte ich es gar nicht machen, weil ich auch on the fly das quasi machen kann. Ja, das ist auf jeden Fall dasselbe. Ein paar Wochen hat auch gepasst. Ist das nicht abgelaufen? 84. Na, das passt. Der kommt aus Haihan. Ja, das passt auch soweit. Ja, können durch. Oh, was war jetzt wieder falsch? Einreisegenehmigung, Ablaufdatum, ach scheiße. Aber ich würde nicht genau hingeguckt. 60, was haben sie gesagt? Freunde besuchen 60 Tage. Ja, das sind 2 Monate, das passt. Ja gut, das haben wir alles. 30.12. Ja, das ist auf jeden Fall aktuell. Und 10.11.84 ist auch aktuell, weiblich. Ja, das passt schon so. Nächster bitte. Einreise, ja. Da fehlt schon mal was. Dauer des Aufenthalts 30 Tage. Sie haben keine Einreisegenehmigung. Brauche ich sowas? Ja, brauchen Sie. Nächster. Aber es ist eigentlich nur so einfach und ich verkacke trotzdem, wenn wir immer wieder Details vergehen. Papiere bitte. Das ist eine Einheimische. Gucken wir mal. 51 geboren. 1,78. Passt. Oh, die wiegt mehr. Sie wurden für eine routinemäßige Untersuchung ausgewählt. Schauen Sie in Richtung Scanner. Hier gibt es auch noch keine Schwerverbrecher, ne? Nee. Gut. Ah, Schmuggelware. Ach, guck mal einen an. So, ab in Knast und weg da. Tschüss, fertig. So, Entschuldigung, die Störung. Ich habe übrigens gelesen, ein fremder Mann hat ihnen Geld gebracht zum Verbrennen auswählen. Auch hier habe ich auf jeden Fall gelesen, man verliert das Geld so oder so, wenn man das Geld von Ezig annimmt. Es macht keinen Unterschied, ob man in ein neues Apartment wechselt oder nicht. Deswegen, man sollte es verbrennen, egal was man tut. Die Geschichte Arzt Dotzka, sie bildet in Worte meistens war. Deswegen sollte man das am besten verbrennen, einfach aus Sicherheitsgründen. So. Guten Morgen, Inspektor. Geht es Ihnen gut heute, ja? Ich habe nur ein paar wenige Fragen an Sie. Wir glauben, dass eine zwielichtige Gruppe für Ärger sorgen will. Wir glauben, einige Ihrer Mitglieder wurden in diesem Grenzübergang gesichtet und deshalb möchten wir mit Ihnen reden. Haben Sie sowas mal schon einmal gesehen? So eine Art Symbol dieser Gruppe. Wenn Sie Informationen hätten, würden Sie gerne mit uns teilen, nicht wahr? Jawohl. Sehr gut. Bitte geben Sie mir meine Marke und meine Papiere zurück. Ja, bitteschön. Diese Gruppe ist sehr gefährlich. Sollte Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen, machen Sie sofort Meldung. Ja, darf ich leider nicht, sonst lande ich leider im Gefängnis. Gut. Naja, ja. Machen wir weiter. Wissen wir ja inzwischen, von dem her sollten wir das für uns behalten. Wir kümmern uns selber um das Problem. Zweck der Reise, Durchreise für wie lange? 2 Tage, ja das passt. Gucken wir kurz mal hier.
So, vielleicht auch mal gucken wegen dem Beweisstück hier. Dokumente. Ist das denn dasselbe? Ja. Gut, dann Transit 2 Tage. Das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Das Bild sieht gleich aus. Dürfte passen. Zack, zack, zack. Nächster. So, Papiere. Was haben wir denn hier? Das stimmt. 3.12.52 passt. Die Körpergröße passt. 59 Kilo ist auch okay. Ist nicht abgelaufen. Das Bild stimmt. Dann können Sie durch. Ach, am Anfang ist noch so wenig zu tun, wenn das überlegt. Oh, was war denn jetzt schon wieder falsch? Ungültiger Distrikt. Ah, scheiße, den Distrikt gab's nicht. Papiere bitte. Da muss ich ja auch drauf achten. Na, das passt schon. Ich glaube, dem war alles okay, soweit ich mich erinnern kann. Das war ja der Dude, der einem jetzt quasi Ingenieure will. Bitteschön, bitteschön. Hier ganz schön viele Leute vorbei. Was suche nach Ingenieuren? Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie allen Ingenieuren, die vorbeikommen, geben Sie alle Karte. Na, für jeden Ingenieur 5 Credits. Müssen wir eh, weil wir müssen Geld verdienen. Sehr gut, machen wir. Papiere. Ihnen fehlt etwas. Wo ist Ihr Pass? Die haben mir den Pass abgenommen. Tut mir leid, kann ich nicht durchgehen lassen. Gehen Sie bitte wieder. Nächster. Wir brauchen noch einen mit Arbeitsausweis hier. Was ist der Zweck der Reise? Ich komme hier nur durch. Für wie lange? Ich bleibe, bis ich sterbe. Was ist da? Da war eine Anerkennung für diesen Dienst nach Vorschrift. Beeindruckend. Das ist überhaupt meine Urkunde. Das stimmt aber nicht hier. Die Zeiträume ihres Aufenthalts stimmen nicht überein. Das war ein Fehler. Ich bleibe nur 2 Tage. Ja. Aber dann passt's ja. Aber der Name ist falsch, oder? Nee, das stimmt schon. Das passt schon. Ja, Haihahn passt auch. Das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Sie scheint weiblich zu sein. Das Bild ist gleich. Bitteschön. Suchen Sie sich mal eine bessere Urkunde. Der sieht einfach nur billig und scheiße aus. Hallo? Das ist von unserem ehrenwerten Staat. Also wie können Sie es wagen? Das ist der Zweck der Reise. Ich suche Verwandte. Dauer des Aufenthalts 1 Monat. Das passt. Das passt auch. Mal 1 Monat verwandt. Ja, das passt. Das Bild ist eigentlich auch okay. Bla bla bla. MFG mit freundlichen Grüßen scheint auch zu passen. Ja, ich glaube, ich habe keine Beanstandungen hier. Ja, sie dürfen einreisen. Eigentlich müssten wir da ein bisschen schneller sogar vorgehen, als ich es gerade schon tue, weil wir eigentlich nicht so viel Zeit haben. Papiere bitte. Ein Arbeitserlaubnis, Ingenieurswesen. So, das müssen wir machen. Ich glaube aber, die Ingenieure durften mal alle durchlassen, so wie ich das noch im Kopf hatte. Das war, glaube ich, Teil der Quest und gibt uns Geld, von dem wir dürfen Ingenieure eh grundsätzlich durchlassen. Zwei Jahre Reise, Durchreise für einige Wochen. Okay. Ich sehe schon, dass das stimmt. Einige Wochen sind aber 14 Tage, das wird schon passen, ne? Ja. Gut, das Bild passt auch. 83 ist gültig. Das ist gültig. Ja, passt. Urkunde scheint auch zu passen. Bitteschön. Sehr schön. Ah, was haben wir denn hier noch so? Zweck ihrer Reise, Arbeit. Und mir fehlt hier eine Arbeitsbescheinigung. Halt. Oh, wow. Für Kollegium. Anschlag. Super.
Ihr Arbeitstag fängt durch einen Anschlag an. Vorzeig ist eine Kabine verbessern mit Tab-Stempel, Balken ein aus, bla bla. Habe ich eh nie benutzt. Und das Geld können wir wieder verbrennen. Wir haben dann nur keine Heizung. Mal gucken, ob wir Wärme kriegen, wenn wir das verbrannt haben. Attentäter überwindet wieder Grenze. Kontrollen von den Migranten offenbar wirkungslos. MFG mit neuem Direktor. Härteres Durchgreifen an der Grenze zugesichert. So, den Tag machen wir auch noch mit. Das da. Kann man weg. Ausländer. Ab sofort brauchen Sie Einreisewilligen einen Anhang. Anhang A Entität mit Gewicht, ja gut, das hatten wir schon. Ja, das ist das, okay. Ich bleibe einige Tage männlich, Westchristin. Das passt. 7.12. ist nicht abgelaufen. Stirnglatze 1,82. Kommt hin, 102 Kilo, müsste auch passen. Connor Reed, ja, die Zahl auf jeden Fall passt. Transit 2 Tage, Landreisen einige Tage, 6.12. läuft auch nicht ab. Boah, sieht gut aus, kann durch. Der Pass war auf, und die Urkunde war auch nicht gefälscht, so wie ich das gesehen habe. Jo, perfekt. Papiere, Baugewerbe. Aufenthalt halbes Jahr. Okay. Olga. Das Bild ist auf jeden Fall ein anderes. Ihr Bild, das ist anders. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bin ich. So, gib mal her. Die gute Olga. Alt, alt. So. Passt aber. Okay. Dann sind das wirklich sie. Ich will nur mal kurz den Namen kontrollieren. Okay, bis wie lang war das? 6 Monate, 1.7. Das ist okay. Man kann das hier weg. Kleiner Kopf ist okay. 1,6, na, das ist auch okay. 48 Kilo passt. 15.12. Ja, das ist okay. Der läuft auch nicht ab. Weiblich. Bla bla bla. Kurz mal überprüfen. Ja, das passt, 6 Monate, das ist auch nicht abgelaufen, ja, bin durch. Die Urkunde ist nicht gefälscht, oder? Nee, sah auf jeden Fall in Ordnung aus. Jo, was gibt's? Guten Morgen. Du hast 2 Personen verhaftet. Der Bonus ist gut, die Zahlen anständig. Aber viel ist das nicht. Wenn du mehr Leute einbuchtest, geht es uns besser. Na, das wissen wir. Nächster. Es gibt da nichts viel zu einbuchten. Papiere. Was ist das Verkehr? Reise. Freunde besuchen. Aufenthalt einige Wochen. 83 Kilo ist auf jeden Fall schon mal korrekt. Die Körpergröße passt auch. Schnurrbart hat er. Das ist auf jeden Fall gültig. Männlich sieht er aus. Kurz mal hier das Sachen vergleichen. Ja, das passt. Einige Wochen kommt hin. 2.1. Das ist auch okay. Das ist nicht abgelaufen. Der Stempel scheint korrekt zu sein. Sie dürfen durch. Nächster bitte. Okay. Papiere. Zweck ihrer Reise. Nur zu Besuch. James Keeling ist okay. Das können wir überhaupt so lassen, das passt. Bild kommt ungefähr hin. 63 Kilo, die Größe passt auch ungefähr. Das war Besuch zu 8 Wochen, war okay. Das ist nicht abgelaufen. Nein, das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Männlich, Haihahn, passt. Kann durch. Genehmigt. Nächster. Okay, wen haben wir denn hier? Hey Mann, ich habe meinen Ausweis verloren. Ich glaube, meine Ungläubige Kabine geklaut.
Aber das Spiel haben wir gewonnen. Kannst kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Hier, bla bla, schön. Wo haben wir's denn? Sie brauchen einen Ausweis. Ja, hat's gar nicht Ausweis fehlt. Ich weiß, Mann, das habe ich auch gerade erst gesagt. Ja, hat mir einer geklaut. Kommen Sie, lassen Sie mich passieren. Ah, nix da. Was soll der Scheiß jetzt? Ich gebe Ihnen jetzt auch noch einen Wimpel. Wie erkläre ich das jetzt meinem Trainer? Sorry, aber ich muss leider mich an Vorschriften halten. Ich brauche vor allem Geld. Ingenieurswesen. Hier, bitteschön. Den kommen wir auf jeden Fall mal durchlassen, soweit ich weiß. Die suchen Leute, ja, die suchen Leute. Sie können durch. Ingenieure, ja, müssten eigentlich immer korrekt sein. Und der gibt mir viel Geld, wenn ich das mache. Also passt mir das. Zweck ihrer Reise, einwandern. Ja, das passt. Das ist auch nicht abgelaufen, nee. Die Nummern sind unterschiedlich. Die Ziffern stimmen nicht überein. Schauen Sie nochmal genau hin. Arrest! Einen Moment bitte. Was soll das denn jetzt? Raus! Nächster. Papiere. Zweck ihrer Reise. Transit. Für wie lange? 2 Wochen. Dieser Ausweiseingang ist total für den Arsch. Kaum zu beschaffen. Dann gilt er noch ein paar Tage. Die Arzt-Toskane machen immer schwerer und schwerer. Warum macht ihr überhaupt eure Grenze auf? Ja, weil... Das Bild ist auf jeden Fall dasselbe, ne? Ja. Gut, dann passt das auch. Was war's? Transit, 2 Wochen. Ja, das ist auch okay. Das ist nicht abgelaufen. Weiblich steht dran. Das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht... Das ist abgelaufen. Ne, das ist nicht abgelaufen. Gut. Wellige Haare ist auch okay. Die Körpergröße passt. Dürfen durch. Oder 1,77. Ja, das kommt hin. Pah. Das Geld hätte ich besser zum Bestechen genommen. Weniger Ärger und geht auch noch schneller. Ja, das ist leider doof. Papiere bitte. Das ist der Zweck ihrer Reise. Ich ziehe hierher. Sarah, Sireni Sara, das ist okay. Sireni Sara, sorry. So, das kommt, das da. So, das ist okay. Die Körpergröße, die passt, oder? Ja, das müsste passen. Das ist auch okay. Dann gucken wir mal kurz weiblich. Ja, das ist auch okay. Das ist nicht abgelaufen. Das ist auch nicht abgelaufen. Das ist auch nicht abgelaufen. Das scheint auch nicht gefälscht zu sein. Sie dürfen durch. Nächster bitte, machen Sie hinne. Papiere bitte, wer sind Sie? Sind ein Einheimischer. Gucken wir mal gerade durch. 5.12.45. 1,82. Ist das denn von der Größe korrekt? Ja, das stimmt. 84, ja, das passt. Sonst war eigentlich alles okay, keine Beanstandungen für meiner Seite aus. Hier, bitteschön, warum mache ich das in einem leicht singenden Ton? Ich weiß es nicht. Weiter geht's, nächster bitte. Zweck der Reise, nur zu Besuch. Führe wie lange? 2 Wochen. Ja, das ist okay. Die Namen sind aber unterschiedlich. Ich habe 2 verschiedene Namen, dann zeigen sie mal her. Hoppla. Kein Alias entdeckt. Dann ist das ein Fehler. Und sie kommen in den Knast. Bei ihrer Identität ist keine Übereinstimmung zu sehen. Warten Sie hier. Was tun Sie da? Raus. Das tun Sie. Und wir haben einen Tag abgeschlossen. Kabine verbessern. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Ein sicherer Hafen für Verbrecher. Ein Tag machen wir noch. Weiter geht's. Das da kann weg, das da kann weg. Inspektor, Depeschen. In den Depeschen wird
des Tages werden ab sofort die drei meistgeführten Kriminellen aufgesucht. Ja, vergleicht sich Porträts, ja, das wissen wir. Jo, alles klar. Das ist auch okay, machen wir so. Da haben wir schon einen. Ich bleibe nur 2 Wochen, ist mir egal. Sie haben ein interessantes Gesicht. Ich sage gar nichts. Ich sage Arrest. Wo ich doch gerade erst angefangen habe, auf Kriminelle zu achten. Kriminelle? Was sagen Sie da? Sie sehen... Selbst wenn Sie kein Krimineller sind, sehen Sie einen zumindest ziemlich ähnlich. Eine Untersuchung haben Sie zumindest mal verdient. Ich ziehe hierher. Jo. Lange Haare ist okay. 1,57. Könnte hinkommen. 49 Kilo auch. 11.12. Das ist nicht abgelaufen. Ja, das kann weg. Das Bild passt ungefähr, oder? Ja. Der Name ist auch okay. Jo. 23.12. Das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Weiblich. Ja, ich sehe keine Beanstandung. Das Dokument scheint auch nicht gefälscht zu sein. Dann, bitteschön. Go, 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 Power Rangers. Oh, fuck, die Stadt war falsch. Ja, gut, da achte ich irgendwie nicht so ganz drauf. Zweck ihrer Reise, ich besuche Verwandte. Wie lange? 2 Monate. Ja, das war okay. Das müsste stimmen. Das müsste stimmen. Männlich. Ja, das Bild passt. Ist nicht abgelaufen. Ist nicht abgelaufen. Eigentlich müsste ich... Ja, der Stempel sieht gut aus. Eigentlich müsste ich auch nochmal eine Liste aufmachen, allein schon mit Städten, die erlaubt sind zum Durchreisen. Stimmt. Ingenieurswesen. So, dann kann ich das... Die kann ich dann auch schon mal gewissenlos abstempeln. Jetzt mache ich, glaube ich, zu hastig und guck nicht genau drauf. Das ist auch ein Fehler, ey. Das sollte ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Brille hat er keiner. Die Beschreibung passt nicht zu Ihnen. Wie können Sie da so sicher sein? Die erste Beschreibung passt zumindest nicht zu Ihnen. Kein Alias. Gut, das ist mir egal. Ich kann Ihre Fingerabdrücke nicht verifizieren, mir fehlen die Worte. Mir auch. Einen Moment bitte. Was tun Sie denn da? Raus. Das mache ich. Wen haben wir denn hier? Papiere. Grafikdesign. Kurze, wellige Haare. 1,70 groß. Ja, das könnte ungefähr hinkommen, aber da bin ich mir bei dieser Anzeige wirklich nie ganz so sicher. 60 Kilo ist okay. Guck mal kurz hier die Namen. Na, das passt. 1 Monat, das ist okay. Dann kann das ja schon mal weg. Halt mal, guck mal kurz nach den... Ah, das passt. Na gut. Kurze, wellige Haare. 19.12. ist auch nicht abgelaufen. Ja. Ist das ab... Hatte das ein... Ne, das ist nicht abgelaufen. Na gut. 4.1. das ist auch okay. Das Bild scheint zu passen. Gucken wir kurz mal hier die Nummer durch. Ja, gut. Nicht abgelaufen. Das Stempel passt. Kurze, wellige Haare. Scheint okay zu sein. Los. Ach, die suchen Kriminellen. Scheiße. Mann. Na stimmt, es ist der Dude. Das war natürlich jetzt doof. Naja, passiert. So. Die ist aber keine, nee. Guck mal kurz die Bilder durch. Ja, dann müssen wir nicht weiter suchen. So. Ja, passt schon. Geburtstag ist dasselbe. Die wiegt mehr. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Drehen Sie sich zum Scanner. So, dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Na, die Dame. Machen Sie mir bloß keinen Ärger hier. Scheint allerdings keine Beanstandungen zu geben.
Da haben sie nochmal Glück gehabt. Die Größe passt aber auch, ne? Ja. Das ist nicht abgelaufen. Nein. Gut, dann dürfen sie durch. Dann tut es mir leid, sie aufgehalten zu haben. So. Fehlt doch was hier. Wo haben wir's? Einreisegenehmigung. Die Einreisegenehmigung fehlt. Ist sowas Pflicht? Ja, leider schon. Nächster. Da haben wir schon mal eine gesuchte Kriminelle. Da brauchen sie gar nicht groß rumlehnen. Wir hätten ein paar Fragen an sie. Lasst sie mich durch, sonst werden sie es bereuen. Ja, warum denn? Arrest? Diese sehen aus wie eine gesuchte Verbrecherin. Was soll das? Ja, dringender Tatverdacht. Zwei Jahre Durchreise, Transit durch Herzdotzka. Für wie lange? 2 Wochen. Ja, das passt. Spitzer Haarensatz ist okay. 88 Kilo. Gucken wir kurz auf die Größe. Ja, kommt eigentlich hin. 16.12. Das ist okay. 12.12. ist auch okay. Das ist nicht abgelaufen. Männlich ist er. Jurko Stadt. Ja, ich glaube, der Stempel scheint auch zu passen. Weiter. So, was haben wir denn hier? Einwandern. Gucken wir einmal kurz durch. Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt es mir vor, als würde das fast schneller gehen, wenn ich das hier mit diesem Suchtool sozusagen gerade durchmache. Aber das Gesicht scheint zu passen, sonst hat auch alles gepasst. 84 ist okay. 7.12. Das ist auch noch im Rahmen. Das ist auch im Rahmen. Ja, ich glaube, die Marke scheint zu passen. Yes. Nächster. Ausstellende Stadt. Ja, da muss ich auch, ich sage, da muss ich auch noch eine Liste aufmachen. Ne? Anwesenheit hier wurde verlangt. Scheiße, Mann, ich brauche doch Geld. Aber das ist unterschiedlich. Liegen Diskrepanzen vor. Da muss ein Fehler sein. Na, Arrest. Für wen halten Sie sich eigentlich? Aus, dafür halte ich mich. Na gut, muss ich halt echt merken. Liste mit Städten. Zweck Ihrer Reise? Die sieht doch ein bisschen anders aus, oder? Ja. Sie sehen überhaupt nicht so aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bin ich. Ja, dann zeigen Sie mal her. Okay, das passt aber. Haben sie nochmal Glück gehabt. Dann müssen wir nochmal gucken. Den Namen passen. Der Stempel sieht zufriedenstellend aus. Einige Tage. Ja, das ist eigentlich auch okay. Bis Landreisen. 18.12. ist nicht abgelaufen. 7.12. ist auch nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Vedor. Der Stempel sieht okay aus. 80 Kilo. 1,80 Meter. Gucken wir kurz, ob das passt. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, sie dürfen durch. So. Kabine verbessern. Ja, das ist mir scheißegal. Ich habe keine Ersparnisse, ey. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche die doch eigentlich. Naja, gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Papers, Please. Bis dann.